Ja, hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich muss diese Hand machen, die hat es echt bitter nötig. Ich habe bei dem Finger schon angefangen. Ja, ich wollte euch mitnehmen und es wird auch noch was heißt Neues geben, aber bei mir wird sich ein bisschen was ändern. Und zwar wird es immer im Abwechsel in Produktvorstellung, Design geben. Ich möchte es nicht mehr so eintönig lassen. Ich möchte jetzt auch mehr Designs zeigen. Ja, sei es nur an Tipps, weil ich mir jetzt halt nicht jede Woche die Nägel neu mache oder halt an meinen eigenen Nägeln. Das ist immer so, das werden wir sehen, ne? Ja, also so ein paar Designvorschläge für euch, was man zum Beispiel machen kann. Simpel, aber einfach, weil ihr wisst ja, so die große Malkünstlerin bin ich jetzt nicht. Aber ja, auf 4 Tipps, dass man sich das so vorstellen kann. Nicht immer nur auf einen Tipp, sondern 4 Tipps, dass man sich halt so ein komplettes Design vorstellen kann. Ne? Soll als Inspiration für euch dienen. Ihr müsst es nicht nachmachen. Ihr könnt es nachmachen. Ich würde es cool finden, wenn ihr es nachmacht. Und wenn ihr mich dann vielleicht bei Facebook verlinken könntet beim Nachmachen, würde ich mich auch sehr freuen. Ja, bei Facebook heiße ich auch Moonshine Nails. Also ihr dürft mich da gerne verlinken. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mir jetzt die 4 Finger ab. Also nicht die Finger, aber meine Nägel, also die Modellage, so. Ich mache mir jetzt die 4, also ne, die Modellage ab von meinen 4 Fingern, so. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Ach wohl, eigentlich kann ich euch ja bei allem dabei lassen, weil ich euch ja den, weil ich euch ja die Bits präsentieren wollte, also zeigen wollte, welche ich neu habe. Und dann wird es sich, also bietet es sich natürlich an, wenn ich euch dabei lasse beim Abfräsen. Achtung, wird jetzt ein bisschen laut. Entschuldigung. Ja, natürlich sollte man nicht mit dem eigenen Nagel dagegen kommen. Und beim Zeigefinger, den muss ich ein bisschen anheben, also da muss ich ein bisschen Pick-up machen, weil mein Zeigefinger leicht krallt und das nervt mich halt, ne? Also ich mag keine Krallennägel überhaupt nicht, bei mir müssen die gerade rauswachsen. Und deswegen kann ich euch damit beilassen, um euch zu zeigen, wie ich das mache. So. Dann drehe ich mir den immer, damit ich hier auch an die Ecken rankomme, weil ich will ja auch wirklich schon so gut wie alles entfernen, dass ich gleich nur noch begradigen muss, wenn ich dann mit einer Feile drüber gehe. So, und Liftings habe ich keine. Ja, dann werde ich das, weil ihr seht das, ne? Der zeigt ziemlich, also der neigt echt ziemlich nach unten. Genau, man kann das erkennen und den muss ich halt ein bisschen anheben. Und da würde ich sagen, lasse ich euch dabei. Das mache ich jetzt auch bei den Rest. Also abfräsen mache ich jetzt bei den anderen dreien auch. Und wenn ich die dann in Form gefeilt habe und Naturnagelvorbereitung alles fertig ist, dann hole ich euch so wieder dazu. So, also vorbereitet sind sie. Guckt nicht auf meine Nagelhaut, die sieht momentan katastrophal aus. Gerade hier so ein bisschen angefressen. Also die sind vorbereitet, ihr seht ja, da ist gar nichts mehr jetzt drauf, also hier hinten fehlt komplett der Aufbau. Ja, den muss ich auf jeden Fall machen. Genau, und den muss ich dann ein bisschen anheben, weil, ja, wie gesagt, ich hasse es ja, wenn die so krallen. Oh Gott, es tut mir leid, wenn ich ab und zu mal husten muss, aber ich habe mega Kratzen am Hals. So, weil ich bin auch leicht angeschlagen. So, dann würde ich sagen, wir starten mal mit dem Zeigefinger. Da zeige ich euch das dann und die anderen mache ich wieder ja, ohne euch. Damit es einfach nicht. Boah, eben ein Stück rüberrutschen hier. Damit es einfach nicht so lange dauert. Also, ich gebe mir eine Fließschicht drauf. Also, normalerweise, also ich arbeite nicht immer mit einer Fließschicht. Ab und zu. Aber nicht immer. So, und zwar mache ich das dann immer so beim Pickup. Ich modelliere mir den Aufbau. So wie ich... Oh, Nase juckt. So wie ich ihn haben möchte. So.
Das Gute ist, ich halte ihn jetzt runter, also das fließt mir jetzt nicht in den Rändern. Also ich hätte sonst so ein bisschen Zeit gehabt, davon mal abgesehen. Aber es fließt jetzt auch nicht so extrem in die Ränder dann, sondern ich habe da ein bisschen Zeit. Ne? Mama, Eier. Mama, so. Eier. So, also oben habe ich jetzt schon das so, wie ich das hingesetzt habe. Das reicht mir schon. Das lasse ich jetzt kurz 5 Sekunden anhärten. Bei mir wird das Gel immer heiß. Also ich habe da echt echte Probleme mit. Ich lasse es dann immer so 3 Sekunden in der Lampe. Nimm die Hand kurz raus und gebe das dann nochmal zum Anhärten, zum Nachhärten, beziehungsweise nicht beziehungsweise zum Nachhärten rein. Weil das bei mir echt verdammt heiß wird. So, und jetzt setze ich mir unten. Das ist schon zu viel. Jetzt setze ich mir hier unten noch ein bisschen was nach, sodass ich dann quasi alles in einem habe. Also, dass der Nagel gerade rauswächst. Sieht dann zwar echt ein bisschen gestört aus, aber ja, nützt ja nichts, ne? So. Den Rest schiebe ich so nach oben ein bisschen. Genau, dann drehe ich das eben kurz, dass das so ungefähr gleich ist. Und weil ich mit links echt ein bisschen Probleme habe beim Gerade halten, wenn ich das so hochziehe. Versuche ich mir den Nagel schon immer so ein bisschen, ja. So, jetzt sieht es natürlich sehr geil aus, also richtig toll. Aber es nützt nichts, ne? Es muss ja so. Also es, ne, er hätte jetzt natürlich auch sagen können, okay, pass auf, ich setze den Nagel oder ich mache den Nagel nochmal neu. Komplett neu. Aber da habe ich nicht immer Zeit für, ne? Das ist das eben. Bei mir ist das immer so ein bisschen Zeitmangel irgendwie, ne? So, das lasse ich jetzt 30 Sekunden aushärten. In der Zeit, ja, ich mache dann schon mal die anderen. Soweit fertig. Und würde sagen, wenn ich die anderen drei schon befeilt habe, komme ich dazu und zeige euch, wie ich dann meinen Zeigefinger feile. So. So. Alle anderen sind befeilt. Ich habe mir halt, wie gesagt, den Zeigefinger für euch ausgelassen. Und zwar beginne ich beim Zeigefinger, dass ich den Nagel von unten, ja, halt ein bisschen anhebe. Dann seht ihr, der kommt automatisch schon ein bisschen gerader raus als vorher. So. Ups, Entschuldigung. So. Und der Unterschutz, also der Rest, der hier unten drunter klebt, weil das ist ja jetzt echt ziemlich wulstig da unten drunter. Keine Panik, den mache ich nachher. Mit dem Fräser entferne ich das, weil ich möchte ja selber nicht, dass der von unten aussieht wie eine Schaufel. Deswegen fräse ich ihn. So, so sieht er jetzt natürlich aus. Er sieht jetzt hier echt aus wie eine Kralle, aber das befeile ich jetzt. So, die Form muss ich vielleicht auch noch ein bisschen machen, weil der mir echt ein bisschen zu ja, sag schnell, zu rundlich ist, sondern Tacken spitzer vorne zusammenlaufen. So. Die Seite. Das ist natürlich echt eine scheiß Arbeit, ne, wenn ihr Pickup macht, aber wie gesagt, wenn man halt keine Zeit hat jetzt für eine neue Modellage, ne? Dann ist es natürlich ja, eine super Variante, ne? So, das runde ich mir ein bisschen ab hier vorne und gucke mir dann den Nagel an. Hier muss noch ein bisschen gefeilt werden. So, dann werde ich den nämlich gleich fräsen von unten.
So. Ich denke, hier ist noch eine Lücke, die muss weg, weil man das sonst gleich sieht. Und das ist kacke, wenn man dann sieht, dass da noch Gel hängt, also beziehungsweise kein Gel hängt, aber so. Jetzt werde ich den eben gleich von unten ausfräsen. Das mache ich aber kurz ohne euch, weil sonst geht das 100% in die Hose. Ich kenne mich nämlich. So. Genau, die Spitze mache ich gleich noch so ein bisschen. Ja, ich werde den jetzt eben von unten befräsen und hole ich. So. Und so sieht er jetzt fertig aus. Ja, na gut, hier ist ein bisschen zu viel Material drauf, aber okay, das lasse ich jetzt so. Aber im Großen und Ganzen seht ihr, der ist jetzt nicht mehr so, sondern er steigt jetzt schön gerade an. Also er ist halt seitlich gerade. Ich habe ihn hier, ich mache das aber generell immer, dass wenn ich mir diese Form peile, dass ich mir den hier vorne so ein bisschen ansteigend mache. Einfach, weil ich bei meinen Nägeln immer so ein bisschen vorausschauend arbeiten muss. Weil ich halt Krallennägel habe, ne? Mag jetzt auch Leute geben, die sagen, oh, Dünnschiss, sowas muss man nicht machen, aber ich mache das immer grundsätzlich und ich bin bis jetzt immer gut damit gefahren, also ich hatte noch nie Probleme damit gehabt oder so, dass mir irgendwie meine Basislinie verfeilt wurde, weil ich habe die ja hier gerade raus, ich habe die ja nicht komplett verfeilt, ne? Also von daher, ja, so viel dazu. So, dann würde ich sagen, wir starten mal und zwar fange ich mit meinen Farben an. Ich muss die jetzt erstmal suchen, weil ich habe hier so viel stehen. Ich nehme einmal das. Und das, und erstmal mein Tisch ein bisschen. Oh Leute, kennt ihr das auch, wenn ihr dann hier gearbeitet habt? Euer Tisch sieht katastrophal aus. Ich komme dann immer nicht klar, weil ich habe schon so einen kleinen Tisch. Also ich habe keinen großen Tisch. Und wenn dann so viel hier drauf steht, suche ich mich überall tot. Das ist echt unnormal. Und das ist wirklich nervend. Ja. So, also ich würde sagen, ich fange mit, nee, mit dem hier an. Mit dem Eleganza Grande, die 872 von das Nagelzentrum. Das ist diese schöne Farbe. Eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Also da kann man mir sagen, was man will. Ich mag das. Ja. Und die kommt hier drauf. Auf dem Mittelfinger. Ich trage die aber in zwei dünnen Schichten auf, weil also sie deckt zwar schon, aber mir noch nicht zu hundertprozentig ab. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? So. Ich muss das mal eben hinlegen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Vielleicht bin ich ein bisschen zu weit weg, aber sonst sehe ich hier nicht, was ich hier mache und das ist kacke dann. Weil es soll ja vernünftig werden und nicht irgendwie so ein Fusch am Bauch. So. So, genau, das ist schon mal die erste Schicht. Ihr seht ja, ne, bei der ersten Schicht ist es bei mir echt ein bisschen streifig, aber ich habe ja auch keinen natürlichen Untergrund, ne? Ich hatte ja noch immer noch dieses Acrylgel, schon seit gefühlten 10 Wochen oder so, ich weiß es nicht, aber es wächst halt so langsam raus, ne? Ja, wie gesagt, ich komme halt einfach nicht dazu, mir die Nägel neu zu machen, deswegen ist es bei mir immer nur ein Auffüllen, ne? Ja, ich gucke aber auch immer, ob da irgendwas ist, ob ein Bruch ist oder ob ein Lifting irgendwo ist oder ob ich da irgendwie, was weiß ich was, ein Greenie oder sowas habe. Wenn ich irgendwas haben sollte, natürlich wird er dann neu gemacht, dann fülle ich nicht auf. Aber ja, bis jetzt hatte ich eigentlich immer Glück gehabt, ne? Außer bei dem halt, da hatte ich echt einen Riss gehabt und ich weiß nicht wovon, ich bin nirgendwo angeditscht oder sowas. Also es tat auch nicht weh, aber mein Nagel ist halt gebrochen, ne? Aber ja, passiert. So, und ich muss irgendwie gucken, dass ich das irgendwie hinkriege,
die Farbe hier vernünftig aufzutragen. Weil ihr wollt ja auch was sehen, ich muss was sehen. Und es soll halt nicht so drauf geschmiert aussehen, ne? So. Mama, Elia, Mama. Ja. Elia. Was ist mit Elia? Hände. Mama. Ja. Hände. Mama. Okay. Okay. So. Ich mache jetzt hier oben nochmal am Mond ein bisschen hin, weil da noch so ein bisschen durchschimmert, aber auch wirklich nur ein Ticken. So. Genau, das lasse ich sich jetzt kurz ein bisschen setzen, weil ihr müsst dem Gel 1-2 Sekunden Zeit geben, dann zieht sich das Gel auch wunderbar glatt und ihr habt halt keine Striemen drin, meine Güte. Also hier ist wieder Sprachfehler-Alarm am Start. Oh Mann, passiert bei mir öfters mal, sorry. So, das lasse ich jetzt auch 5 Sekunden anhärten und dann geht es weiter mit der nächsten Farbe. Das ist Northern Lux. Das ist die Farbe. Und die Farbe kommt auf dem Kleinfinger, auf dem Zeigefinger und auf dem Daumen. Aber ich würde sagen, ich lasse euch nur bei einem Finger mit bei, dass ihr dann seht, wie das deckt oder wie auch immer. Ich würde sagen, wir nehmen gleich den Zeigefinger. Na, Puppe. Da hatte ich mir eine Luftblase eingearbeitet beim Gel. Super. Ist natürlich sehr geil. Sollte man nicht tun. So. Also ich glaube, ich müsste mir unbedingt mal neue Pinsel holen. Irgendwie ist der Pinsel für den Farbauftrag ein bisschen scheiße. Den kann ich, glaube ich, für Glitzer oder sowas nehmen, aber nicht für reine Farben, weil irgendwie sieht das gestört aus. Also wenn ich das so auftrage, ne? Also mit dem Pinsel werde ich nicht mehr arbeiten, damit komme ich nicht klar, überhaupt nicht. Also das ist echt Katastrophe, ne? So, gut, dann lasse ich das mal eben kurz sich kurz setzen. Das nervt mich jetzt, ne? Seht ihr diesen fetten Pinselstriemen? Das lasse ich kurz anhärten und hoffe, dass ich das dann gleich mit einem anderen Pinsel entfernt kriege. Aber sowas nervt mich ja tierisch, ne? Ich kann ja auch nicht umgehen mit sowas, ehrlich nicht. Da kriege ich einen Föhn. Machen! So. Also ich werde den Pinsel jetzt nur noch für reines Glitzer nehmen, weil da ist es eigentlich scheißegal, ob der funktioniert oder nicht, aber nicht mehr für reine Farben, weil das boah, kriege ich einen Föhn. Hier, weil ich habe hier so einen richtig fetten Pinselstriemen. Das ist nämlich richtig geil. Ansonsten hätte das gedeckt, aber nein, natürlich musste ich da einen Pinselstriemen mit reinarbeiten. So. Ah ja. So. Genau, das mache ich jetzt an den beiden hier auch und dann hole ich euch wieder dazu. So, weiter geht's. Also so sieht das bis jetzt aus. Weiter geht's. Ich finde die Kombi voll geil. Ich benutze jetzt den Ultra Gloss Quick Store Sealer Vintage Glitzy Shine. Der ist ohne Schwitzschicht. Das ist so ein Effektversiegler, ne? Also ihr seht das ja. Den könnt ihr auf allen Farben drauf machen und die Farben verändern sich ja halt immer ganz verschieden, ne? Ich mache den jetzt zum Beispiel auf dem und auf dem drauf. Glaube ich zumindest. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich die wirklich
Ob ich den auf beiden drauf mache oder nur auf einem, das werden wir sehen, ne? Weil ich finde das einfach, ich finde den schön, ne? Und wie gesagt, man trägt den halt auf, kann den halt auf jedem Untergrund drauf tragen, ne? Und ihr verändert somit das Farbgehen ein bisschen. Also wer da nicht drauf steht, der sollte es lassen. Aber ich finde es ganz ehrlich, also ich finde, so viel verändert sich da jetzt nicht, außer dass da ein bisschen Schimmer drauf ist, ne? Lasse ich kurz für 5 Sekunden eben anhärten und überlege mir in der Zeit, mache ich das jetzt auch auf den kleinen Finger oder lasse ich den kleinen Finger oder mache ich es auf den Daumen oder auf allen. Ich bin mir jetzt nicht zu 100%ig sicher, aber ich finde schon, dass es irgendwie schön aussieht. Ne? Ich glaube, ich mache das auf jeden. Ja, ich mache das auf allen Fingern, also auf den lachsfarbenen Fingern auf jeden Fall. Ich muss das mal eben rumholen, weil sonst kriege ich das hier nicht hin. So, und je nachdem, es kommt auch mal drauf an, wie viel ihr davon auftragt. Tragt ihr halt viel auf, habt ihr halt den Effekt mehr, tragt ihr weniger auf, habt ihr halt nur so ein bisschen Schimmereffekt. So, ich werde mir jetzt noch ein bisschen abstreifen, weil mir das einfach echt ein bisschen zu viel war. Weil ich will ja nicht, dass sich das Gel komplett verändert. Es soll ja nur so ein Schimmer drüber legen. Genau. Ich lasse das immer gerne so ein bisschen anfrosten. Ich weiß nicht, ob das dem Versiegler irgendwie schadet oder so. Aber so, genau, dann haben wir das so. Das lasse ich jetzt eben 60 Sekunden anhärten und hole euch dann fürs Design auf dem anderen Finger dazu. So, also so sieht das bis jetzt aus. Ich finde das richtig schön, ne? Also das sieht richtig, richtig gut aus. Ja, wie gesagt, das ist nicht jedens Geschmack, aber meiner definitiv. Ich mag es. So, und jetzt kommen wir zu dem hier, weil der möchte ja auch ein bisschen verschönert werden. Er muss ja nicht aussehen wie ein kleiner Nacktfrosch. Und zwar, ja, wie mache ich das jetzt? Ich wollte mir das so ein bisschen schräg hier drüber, also ich wollte Spider-Gel benutzen und möchte mir das so ein bisschen schräg hier drüber machen. Einfach nur so ein mini bisschen. So, ich glaube, so reicht mir das sogar schon. Moment, ich zeige euch das sofort. Ich muss hier eben meinen Spot hier befreien. Ah ja, schräg ist jetzt nicht gerade schräg geworden, aber okay. ja, so. Hier hinten, glaube ich, muss ich mal ein bisschen hinlegen. Dann wird das einfach ein bisschen mal. Ich mag das nicht, wenn das nur so halb auf dem Nagel ist, ne? So. Genau, das lasse ich jetzt anhärten für 5 Sekunden. Also ich gehe immer auf Nummer sicher, ne? Weil ich kenne mich, ich patsch dann da rein oder was weiß ich was. Ja, das ist übrigens von Jollyfin gewesen, das Farbgel, das Spider-Gel. So, jetzt möchte ich noch ein paar Akzente setzen. Und zwar mit dem Crazy Diamonds Nummer 5. Das ist dieses schöne Goldene, passt ja auch perfekt dazu. So, ich packe mir da jetzt nämlich noch so ein paar Akzente zwischen die Spider-Gel-Linien. Ich mache hier was hin. Muss schon ein bisschen näher nehmen, ne? Das hatte ich hier an dem vergessen gehabt, deswegen ist da nichts, aber ja, macht ja nichts. Dann ist der eben. Dann hat er eben nichts, dann ist es eben so. So.
Das Gute an dem Gel ist, weil das leicht, also transparent mit drin ist, sieht das, also sieht man das auch nicht, wenn ich mich jetzt hier unten vermale. Ja. So, machen wir noch irgendwo was rein. Ich glaube, hier noch ein bisschen. Und hier hinten, weil das ein bisschen einseitig ist. Das ist ein bisschen doof, ne? So, genau, der funkelt jetzt schön. Lasse ich auch eben anhärten. Und dann wollte ich nämlich noch Steinchen und ein paar Mikroperlen reinsetzen. Ja, und dann wird der nur noch versiegelt. Und fertig. Ich weiß nicht, ob ihr zum Steinchen setzen mit beibleiben wollt. Ich lasse euch einfach mit bei. Ihr habt jetzt keine andere Wahl. Wer jetzt nicht möchte, der schaltet jetzt eben für, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so ab. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, aber ja. Entschuldigung. Oh Mann, ey. So, dann brauche ich jetzt meinen Pinsel und mein Versiegelungsgel, weil ich mir die Steinchen im ins Versiegelungsgel einsetze. So. Und ja, bitte schreit gleich nicht, ich gehe da nochmal mit Versiegelungsgel drüber. Das ist mir auch egal, ob die Steinchen dann matt werden oder sowas. Das sind eh keine Swarovski-Steinchen, von daher ist mir das auch Jacke wie Hose. Weil ich möchte keinen Stein verlieren, weil das mich echt nerven würde, wenn ich dann dagegen, dann gucke ich wieder gegen an und das ist scheiße. Deswegen, ja, versiegele ich die dann nochmal. Oh, das sind zwei, das ist blöd, kriege ich auseinander. So, das ist einer, den setzen wir hier hin. Ich setze auch nur 3 oder 4 Steinchen, also ich übertreibe es heute nicht mit Steinchen. Wohl eher mit den Mikroperlen. So, und den anderen setzen wir dahin. Und ich glaube, der kann einen Ticken tiefer. So, genau. Die haben wir jetzt schon. Und jetzt kommen die Pixies, also diese Pärchen, nicht Pixies. Kaviarperlen, Mikroperlen, wie auch immer. So, dann nehme ich ein bisschen Versiegelungsgel, tütsch dann rein und ditch einfach mal nur so drauf, dass ich mir hier so ein paar ablege. Und schieb mir die dann eigentlich gleich so, wie ich die haben möchte. Also das mache ich jetzt. So, ich will nicht so viel da unten, weil ich finde das immer so ein bisschen schöner, wenn das aussieht, als wäre das so eine Kette, ne? Also wenn das so da oben, den schieben wir noch hier hinten hin, kaschieren wir den dicken Bubbel ein bisschen. So. So würde ich das lassen. Das versiegel ich jetzt. Also das versiegel ich jetzt, ja genau. Packe ich jetzt 5 Sekunden in die Lampe. So. Und dann gehe ich da nochmal mit Versiegelungsgel drüber. Weil das einfach, wie gesagt, für mich ist es einfach. Also das würde ich jetzt bei Swarovski-Steinchen natürlich nicht machen. Und bei schön schimmernden Steinchen nicht machen, weil ja mir der Schliff ja sonst verloren geht. Aber bei denen und gerade bei den Perlen ist mir das eigentlich relativ. Also da kann ich das dann wohl ohne Skrupel machen. Ich achte halt nur immer, dass ich nicht zu dick werde, also dass die Modellage an sich nicht zu dick aussieht. So. So, und das, ne? Und das gebe ich jetzt 60 Sekunden in die Lampe. Und wenn das ausgehärtet ist, hole ich euch wieder dazu. So, das ist mein Endergebnis. Ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, diesen schönen Schimmer hier.
Wie gesagt, achtet nicht auf meine Haut. Ich habe sonst so momentan ganz trockene Haut. Fällt sich auch alles bei mir. Voll eklig, muss ich immer eincremen. Vergesse ich aber immer. Aber ja. Wie gesagt, das ist jetzt mein Endergebnis. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video.